Thibaut Monnet hier in Biel verloren, 2-3. Eine unnötige Niederlage heute, oder? Ja klar, Niederlage sind immer unnötig, aber heute Abend, ich glaube, wir haben die Spiel gut gemacht, aber immer die kleinen Fehler und kostet uns zu viele Tore heute Abend. Und Biel spielt sehr kompakt in Defensiv, so ist nicht einfach zu schießen Toren. Du sagst es, viele kleine Fehler, also das 1-0 ein Fehler von Zurkirchen, beim 2-0 verliert ihr den Pöck in der Ecke. Wart ihr im Kopf nicht bereit oder was war dort los im ersten Drittel? Nein, wir sind immer bereit, aber manchmal die Scheibe geht nicht, wo wir wollen und das ist schade. Ich will nicht Punkte auf meine Mannschaft zeigen, aber manchmal ist es so, wir machen heute einen Fehler mehr als Biel und da kostet uns Punkte und das ist sehr schade. Ja. Gegen Schluss des Spiels kommt ihr wieder besser ins Spiel rein. Aus meiner Sicht fehlt ein bisschen die Emotionen heute, weil Biel wäre zu packen gewesen. Ja klar, aber wie ich habe schon gesagt, sie spielen sehr kompakt. Es ist nicht so einfach zu gehen in Biel Zone. So. Aber wir haben probiert, Pfostenschüsse, am Ende große Chancen. Aber momentan für uns, es geht noch nicht die Richtung, wo wir wollen. Aber das ist schade. Aber wir müssen positiv bleiben für morgen. Ja. Was müsst ihr morgen besser machen als heute, ganz konkret? Ja, ganz konkret ist nicht so schwierig. Einfache Sachen und ein Tor mehr als die Gegner, das ist klar. Aber ich glaube, in Ambrì wir spielen vielleicht mit mehr Emotionen und morgen wird besser. Jetzt die Situation um den Strich, um die Playoff-Plätze hat sich wieder massiv verbessert. Totgesagte leben länger, sagt man. Zwischenzeitlich wart ihr fast totgeschrieben. Jetzt seid ihr wieder voll dabei. Ja, wir wenn wir können bis Ende kämpfen für diese Plätze, ist gut für uns, gut für die Mannschaft. Aber ich weiß nicht, heute haben die anderen Resultate, so ich weiß nicht, wie viele Punkte brauchen wir noch, aber wir müssen nur unsere Mannschaft jetzt schauen, die Punkte nehmen und wir machen die Konto am Ende. Besten Dank, alles Gute für morgen und für den Rest der Saison. Danke. Ja, danke. Danke, ciao. Komm gut nach Hause.